Ah, ich hab leider in einer blöden Runde gestoppt, das ist schade. Aber du müsstest. Alter! Quasi, ich bin tot. Was? Okay! Was ist das passiert? What the fuck? Der stand in der Kurve. Ich dachte, der fährt. Oh Leute, Verstappen bremst auf einmal. Ach, jetzt macht er seinen Scheiß hier. Safety Car ist in dieser Runde. Ja. Da hab ich halt nicht auf die Map geguckt. Das war blöd. Moment, es gibt ein neues? Oh, Verstappen ist so langsam. Ja, ey. Safety Car fährt los, steht hier. Jetzt 9 Punkte holen. Ich bin aber neben der Strecke. LOL! Correa! Palma hat sich vor mir überschlagen! What the fuck? Palma liegt echt auf. Er steht wieder. Palma hat sich auf die Strecke geportet. Palma hat sich gerade auf den Kopf überschlagen. Ja, aber er hat sich wieder zurückteleportiert und fährt wieder. Wir haben ein neues Auto bekommen. Oh, wie geil ist das denn? LOL! Boah, ich mach mal die Dinner-Cam. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Der ist vor mir einfach explodiert! Als wenn er so eine Mine gelegen hätte! Abu Dhabi! Also. Abu Dhabi, ne, ist klar! Ja, la 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 la! Hab ich's gehört! Alter! Fuck! Das war schlecht! Boah, jetzt die lange Gerade, ey! Und alle geben Gas! Ja! Es ist nicht so viel anders wie gerade eben beim Safety Car, nur dass wir jetzt überholen dürfen. Boah, Dena, da hast du aber was vorgehabt, ey. Peter zieht durch! Ja, alles gut. Da vorne gab es Emotionen. Aber bei Dena ist noch nichts gut. Dena hat einen alternativen Weg genommen. Der Hamilton hat einfach mal gesagt, so nicht, Freundchen. Ich glaube, Jay ist bei Hamilton mit dabei irgendwo. Yo. Ja, Platz brauchst du nicht, Dena. Ah, das war gut. Oh, shit. Oh, das war nicht gut. Wurde ich gedreht. Fuck. Von Massa? Hast du dir jetzt deinen Flügel kaputt gemacht, Felix? Nee. Achso. Wollte sich zumindest mal nochmal Glück haben. Ich hab eine Durchfahrtsstrafe? Hier. Ja, echt mal, Jay. Was? Machen? Was hab ich denn dir getan? Palma überschlagen, oder? Ja, Palma umgebracht. Du hast die Granate geworfen. Willst du mich komplett verarschen? Du hast die Grüne Spiel? Nach hinten geschossen, Jay. Warum krieg ich denn eine Durchfahrtsstrafe? Was hab ich denn wirklich jetzt mal gemacht, mal ohne Scheiß? Wo sollen wir das denn wissen? Ja, das weiß ich selber nicht. Ist das denn nicht so eine Strecke, wo du kurz vorm Ziel von der Strecke kommst? Kann man die Strafen als Zuschauer angucken? Weil du hättest gerade unten angezeigt werden. Genau, irgendwo, du kannst da rechts ist so ein Menü, wo du dann mehr Sachen einstellen kannst. Ich glaube, da kannst du auch die Vorfälle anzeigen lassen. Oder unter Start und dann Rennleitung. Wenn du Pause drückst. Rennleitung. Vorfälle. Die letzten. Oh. Lexi Jay, durchfahren. Rasend während der Safety Car Phase. Och, Mensch, Jay. Geht aber gar nicht. Ach, das war eine Safe. Ach, das war eine Durchfahrtsstrafe. Lol, bei mir schon 5 Sekunden erst. Oh. Das ist aber schlecht. Und wie hat denn DRS eigentlich mal angemacht? Nichts auch noch wahrscheinlich, ne? Ja. Lol. Ah, ist alles gut gegangen. Also, Felix hat auch einen kleinen Panzer. Ihr habt doch niemanden berührt. Nein! Also bei mir hab ich's nicht. Hat nur so mal Pock gemacht. Aber jetzt den müsstest du auch kriegen. Wow! Oh, wow! Ja, okay, vergiss, was ich gesagt habe. Aber jetzt bist du innen. Ja, das ist Ricardo, okay. Den kenn ich ja. Alles gut. Hier wird sich nicht in der Kurve jetzt, Felix. Da stand der in der Kurve und ich bin halt voll okay, da reingeheizt. Ja. Das hast du auch von Ricardo. Ja. Nichts gewesen. Das ist echt bitter am Platz 6 liegen hier, so eine Scheiße. Ja, aber bist du damit nicht der am weißen vorne ist? Das war mein Fehler auf jeden Fall, das verstehe ich. Jetzt ja, weiß ich, Jay ist 6. Dena 9. Hatte Jay auch schon gestoppt, ja, ne? Peter 18, Sepp 20. 19, ich bin 20. Jay, hattest du vor dem Boxenstopp in der Safety Car Phase gestoppt? Ja. Krass, Alter, wie weit hinten ich war. Weil ich einer ja, weil er als erster reingegangen ist, das war halt gut. Ja, ja, das war ultra gut, weil wir da sind noch. Genau. Richtig bitter, Mann. Da waren noch die Abstände ein bisschen größer. Ja, aber guck mal, bald die Reifen so lange laufen dann. Ja. Ich war eine Runde später darauf überlegt, ob ich es überhaupt noch machen soll. Und danach dann. Doch, aber. Ja, schwer zu sagen. Der Hülkenberg hat keinen Fehler gemacht. Wahrscheinlich immer noch besser als gar nicht. Das war gut. Ah, sehr gut. Noch hier DRS bekommen. Für
die Woche unseren Ricardo. Dena, das war richtig cool, aber ich brauche Ricardo. Der hat nämlich gerade Hülkenberg geholt. Oh, Jay hat jetzt auch gelb. Ja, genau, in der Durchfahrtsstrafe haben wir die eben schnell draufschnüren lassen. Hattest du? Ach, lol. Ja, das habe ich vorher nicht gesehen, dass du vorher schon gelb hattest. So, ich habe nur gesehen, dass du in der Box warst. Dena 7., Peter 17., Sepp 18., Sexy J 19. Ich war halt mit gelben Reifen auf Platz 5 liegen. Scheiße. Moment, wäre geil gewesen. Da, du 12. Da bin ich ja, bin ich selber schuld. Habe ich verkackt die. Aber warst du schnell in der Boxengasse oder was war? Ich bin zu schnell in der Safety Car gefahren. Ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet diesmal. Richtig dummer Fehler. Ach, die 30 Sekunden oder 20 Sekunden, die du dann Zeit hast, da hinter richtig zu kommen. Reda, bist du bitte, während ich bei dir bin, wenig. Nein. Das macht nichts, Jay, ich fahr genauso. Nein. Kann die Strecke halt nicht so gut. Dalu! Ja, ich habe keinen Unfall gebaut in der Hinsicht. Ein NPC kam halt, ich wollte in die Box, ein NPC halt natürlich nicht. Kam aber, hat mich rechts überholt sozusagen. Oh, Scheiße. Konnte ich nicht rüberfahren. Och, ist das nervig. Ja, da kann man das gut machen. Gegen NPCs, ja. Ja, ja. Gegen Mensch? Nope. Ich muss nur mal gucken, die nächste Kurve wird halt recht voll, aber da geht's eigentlich auch, oder? Ja, es soll zumindest. Alter, wie spät Skrull auch gerannt hat. Ja, ja. Der hat gesehen, dass du kommst. Ja. Aber Quirt und Sainz fahren die Kurven aber auch echt weit, sehr weit an. Ja, da ja. Kannst du zum Einstellen jetzt ganz gut. Aber lustig. Alonso erster, Sainz zweiter, Quirt dritter, Stroll fünfter. Weil alle anderen jetzt geboxt haben. Sein, der ist zehnter. Weil die Top-Teams haben eigentlich alle geboxt in der Safety Car? Oder wie kommt das zustande? Eigentlich boxen die ja nicht so viel. Ich weiß nicht, wer in der Box war. Nee, am Anfang gab es auch super Chaos mit Dalu und das ist auch einige Crash. Was ist eigentlich mit Verstappen passiert? Der war doch locker erster, der ist 12. War der in der Box? Wahrscheinlich. Das mit Palmer ist interessant, weil ich dachte eigentlich, du kannst dein Auto nicht flippen in dem Spiel. Ja, auch noch nicht gesehen. Das hat doch Christian auch schon lange geschafft. Es gibt auch im Internet dieses Video mit dem besten Überholmanöver aller Zeiten, wo einer über ein anderes Auto in der Kurve flippt und dann wieder gerade steht und weiterfährt und den dadurch überholt hat. Das ist ziemlich geil. Hat nicht sogar einer so oder so ein Rennen gewonnen mal früher in der Formel 1? Durch einen Überschlag? Ja. In Realität? Ja, wer soll das denn? In der letzten Geraden, also Start hier gerade, hinten aufgefahren, überschlagen und rüber. Ja, Dena ist erster. Du hast 1,8 Sekunden auf Ricardo. Ja, dann war es Alonso auch in der Box. Okay. Ja, ja, die sind gerade reingefahren. Alonso, ja, ich muss auch bald in die Box. Jetzt haben wir hier ein bisschen Pulk. Das gar, wie lange braucht man denn hier in der Box? 40 Sekunden? 30? 30 so. Bestimmt. Okay, wie viele können wir überholen? 2, 3, 4, 5, 6, 8. Bist du welche, Peter? Ja, die sind ganz schön schnell. Ja, wollte ich mir auch was sagen. Das sieht nicht so aus. Da fällt es aber doch recht nah zusammen. Also du kommst echt nicht in den Punkt. Ja, hat es doch geschafft, ey. Metall. Ja, das fand ich 100%ig korrekt, glaube ich. Ja! Teilen und herrsche, sagst du immer, ne? Ja, genau. Ah, ich krieg's leider nicht. Dann erst nächste Runde. Also Ricardo hatte gerade 1,45, du hattest 1,46. Der hatte 1. Da geht er an die Box. Der hatte 1,45 irgendwas. Oh. Also der war schneller. Ja.
Aber du bist noch vorm DRS-Fenster. Locker. Ja, das sehe ich. Was ist denn der Rest so? Peter ist da. Da ist Peter. Mit kleinem Abstand zu Parma und Eriksson. Hier ist gerade Sandwich-Time. So, Peter, wird's lustig hier. Auch der ist. Schon mal Palmer. Leute, Palmer! Na, damit, mein DRS ist kaputt. Ich brauch's gerade nicht, aber wer weiß, wie lange das anhält, wenn ich hier bauen würde. Oh, nicht cool, da war ich noch ein bisschen zu schnell. Also, wenn das wirklich. Oh, Palmer! Palmer, nein! Palmer hat sich in mich reingehakt. Ich dachte, Palmer hat sich überschlagen. Andersrum, du hast dich in Palmer reingehakt. Ja, Palmer hat sich überschlagen und wurde danach auf die Schnecke teleportiert. Der war doch hinter mir. Ich hab das gesehen, ich war hinter dir. Okay. Und wer hat sich überschlagen? Gezogen. Das hat Jay, ja, sagt, er ist einfach gesprungen. Palmer hat sich bei mir überschlagen, zeige ich euch gleich mal. Ich hab den da überschlagen gesehen. Das war sehr lustig. Also wirklich 30 Sekunden auf der Box kommst du als Erster ungefähr bei Platz 16 wieder raus. Oh, 5 Sekunden Stop-and-Go-Strafe. Ja, das habe ich gerade übrigens. Nicht so geil an der Stelle. Aber da hatten wir doch festgestellt, die nimmst du lieber am Ende des Rennens, weil du dann besser versuchen kannst, die noch rauszufahren oder so. Wenn du die 5-Sekunden-Strafe nicht nimmst, kriegst du 10 Sekunden am Ende. Ja, ja, das ist zu hart. Oder wann auch immer du willst. Ah, okay, krass. Ja, nee, dann besser nicht. Also, aber wenn du die am Ende des... Aber wenn du oder du machst halt sowieso einen Boxenstopp, dann kriegst du halt die 5 Sekunden. Aber eine Stop-and-Go-Strafe, wenn du keinen Boxenstopp machen musst, dauert ja länger als eine 10-Sekunden-Strafe zu nehmen, oder? Ja, genau, wegen der Box. Ja. Aber wenn du noch in die Box vorfährst, dann ist es halt so oder so. Dann ist das schon, ja, okay. Ich will durchfahren. Du hast jetzt 9 Sekunden auf Massa. Ricardo ist in die Box gegangen eben. Guck mal, ob ich das kann. Das ist ein gutes Rennen, ne? Ich komme nicht an ihn ran. Obwohl er dieselben Reifen hat wie ich. Peter ist so mittlerweile Vierter. Okay. Ist ja Peter gut, sehr konzentriert aber auch bei der Sache, ne? Noch, ja, er wusste anscheinend nicht mehr, dass er Vierter ist. Nee, wusste ich echt nicht. Das, weil die gerade alle gestoppt haben und Peter gerade durchfahren. Genau, gerade sind einige in die Box gefahren. Also möglicherweise kann er durchfahren, aber eigentlich soll es easy passen, oder? Ricardo auf jeden Fall. Ist Massa schon in der Box gewesen? Ja, ne? Nee, meine ich. Guck mal, was der für. Also, der muss. Massa hat rote Reifen. Das kannst du ja auch anzeigen lassen, Christian. Mit dem Menü kannst du es rechts anzeigen lassen, mal extra oder sowas. Lang ist der Boxenstopp. Zwei Stops. Also bis Platz 7 haben alle einmal gestoppt bis jetzt. Platz 8 zweimal, das war Ricardo. Das heißt, Massa könnte durchfahren? Wahrscheinlich nicht. Welche Reifen hatten der? Rot. Dann wird er nicht durchfahren. Ja, hat wahrscheinlich in der Safety-Car-Phase gestoppt. Auch als einer der ersten, dementsprechend so weit vorne. Und das macht das keinen Sinn. Massa wird gerade von Verstappen angegangen und zwar richtig und die verlieren übelst Zeit. Verstappen ist vorbei. Schade. Dadurch hast du jetzt 12 Sekunden. Ja, aber das habe ich auch nur, weil der davor ist ja auch schon stoppen gewesen. Ja, ja, klar. Also dein Ricardo. Aktueller Gegner ist Ricardo, der ist 8. Aber ja, wenn man so auf die Karte schaut, da ist schon ein bisschen was. Oh ja, das fahre ich durch. Scheiße. Unnötige Strafe. Richtig dumm. Kenn ich. Ja, halt nur Stop and Go und dann krieg ich halt die 10 Sekunden Safe dafür halt. Das ist echt. Vergiss nicht, diese Runde an die Box zu kommen. Aber dir auch. Wieso bist du eigentlich durch die Box gefahren, Jay? Hattest du nicht auch eine Stop and Go und hättest einfach die 10 Sekunden? Nee, ich hatte Durchfahrtsstrafe. Und die haben halt gesagt, wenn du jetzt nicht reingehst, wirst du disqualifiziert. Ja, die musst du anstrengen. Hab ich gesagt, na, alles klar. Die kenne ich auch noch, die gute Stop and Go Strafe. Aus den USA, ja, ne? Quatsch, da hatte ich die auch. Na, ist Peter am Podium. Nicht schlecht, Peter. Ich meine, Verstappen müsste eigentlich auch durchfahren, hat also anscheinend auch die Strategie. Wobei man bei MPC nie weiß, ob die nicht nochmal 3 Runden Verschluss bekommen. Ja, aber das sieht nicht schlecht aus. Wer ist denn 1? Ich bin eher ein 1, Felix, und ich muss noch stoppen.
Deswegen kannst du auch nochmal nah rankommen. Wie weit bist du weg von Verstappen? Keine Ahnung. 1,7 Sekunden. Ja, oder? Krass, dann kommt nee, 14. Nee, 14. 3, irgendwas. Okay, aber 14 Sekunden. Lalu, kannst du jetzt eigentlich zu Ende, also von dem ja, fahren? Seitdem das Safety Car weg ist, ist das nicht mehr passiert. Also Peter würde die Führung übernehmen, abgesehen von Verstappen. Bei den Verstappen geht auch rein. Gucken, ob ich überhaupt durchkomme mit meinen Reifen. Wie viel Prozent hast du? Wie viel Prozent? 20. Ja, easy. Okay. Wir sind schon bei der Hälfte. Also über der Hälfte schon deutlich. Okay, da wissen wir die Fahrzeit. Aber am Anfang sind wir aber Safety Car gefahren, da sind wir langsamer gewesen. Ja, trotzdem. Aber nicht viel langsamer tatsächlich. Eben. Weil die meiste halt Vollspeed. Aber ich komme jetzt langsam an Peter ran. Ich würde gleich noch ein Team internes Spiel. Langsamer fahren. Ja, Jay. Du musst mal aufpassen, ne? Ja, werde ich auch. Wir haben uns immer respektvoll behandelt, dieses Season. Immer respektvoll, dieses Season, ja. Darauf kann man es, glaube ich. Reduzieren. Ja. Oh, es gibt einen Führungswechsel. Kollege in der Box, Felix. Mhm. Hast du rot? Hast du rot, rot, gelb? Ich hatte lila. Ich wechsle jetzt hier auf rote Reifen. So. Fahr raus, fahr jetzt raus. Ach, guter Stopp, guter Stopp. Nee, kein guter Stopp. 2,7er Stopp. Da sind wir ein bisschen was gegangen. Und dadurch kommen jetzt. Aber du bist vernünftig vor in die Box reingefahren. Okay, bleib hinter ja, der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Die beiden Helden werden sich gleich nochmal treffen. Ja. Wir sind hinter Alonso rausgekommen auf der 7. Früher oder später werden wir uns vielleicht treffen. Ich fahre auf Standard-Benzin. Das geht nicht. Ich hoffe, dass ich noch dich dazwischen bringen kann. Wahrscheinlich, ja. Aber, Jay, auf wen reifst du? Gelb. Ah, okay, fahrt alle durch. Okay. Ja, theoretisch. Gucken, wie gut das klappt. Ja, locker müsste das klappen. Ich muss sagen, Alonso ist immer recht fair, wenn man den überholt. Einer der wenigen. Na, ja. Das war gerade auch ein hartes Manöver gegen NPC von mir. Ach scheiße, da scheint ich ja gar nicht so. Will ich nicht in einen Fehler drängen, Peter. Das will ich auch nicht, dass du das tust. Ja, ich muss jetzt. Jeff, der Peter, der fährt zu langsam. Ich möchte vorbei. Ist angekommen, bestätige, sagt er. Jetzt hast du so, was hältst du von der nächsten DRS-Zone? Ach, nein, DRS, wie gesagt, echt, du lässt ihn einfach vorbei. Das gibt's ja nicht. Das verteidigen, hallo? Wir sind ja wahrscheinlich das letzte glaube Mal ich jetzt. Aber nicht, dass ich das verteidigen kann auf Dauer. Frage ist, ob du es willst. Aber ich komme gerade eh nicht hinter. Warte ja, dann einfach. Dann mach ich das nicht. Der Abstand zum Führenden beträgt 8,4 Sekunden. Muss ich ja auch echt überholen können. Ich komme nur an dich ran. Das ist ja auch nochmal was anderes. Wir fahren viel zu pussy. Ja, ich finde eigentlich, dass ich ganz gut fahre. Nein, nein. Oh nein. Ich lasse dich vorbei und so weiter. Das will ich auch nicht. Okay, bei mir geht es auch um nichts. Ich bin letzter, so oder so. Bei mir geht es auch um nichts. Solange Felix hinter mir fährt, ist mir jetzt scheißegal. Und selbst wenn Felix nur einen Platz vor mir fährt, ist mir auch noch scheißegal. Wobei ich muss nur 9 Punkte aufholen auf Christian, um ihn zu überholen, theoretisch. Wenn man alles zusammenrechnet, wäre ich das dann. Auch erstrebenswert. Ja, das haben wir ja von vornherein gesagt, dass das nicht zählt. Aber trotzdem ist es lustig zu wissen. Fühlt sich gut an. Peter, das sehe ich aber deine Greifen finden das nicht so geil, wie du die hier in dieser Kurve behandelst immer. Ich, die, wie, meine, was? Deine Greifen finden das nicht geil, wie so, du sie behandelst Reifen in der Kurve.
Ja, die sollen sich mal nicht so anstellen. Halten ja trotzdem anscheinend. Kannst du mal endlich auf fucking Verstappen aufholen? Nee. Du musst noch unseren Doppelsieg einfahren, Peter. Das ist noch immer die Möglichkeit, dass du deinen Sieg hast. Wir hatten nur einen. Also wir hatten schon einen. Pass auf, du sollst siegen, ja, als schöner Saisonabschluss. Und ich werde deinen mit allem verteidigen. Oh, das könnte lustig werden. Ich will keinen geschenkten Sieg haben. Das ist kein geschenkter Sieg. Das ist nur Karma. Felix. Ihr versucht das dann und dann räumt Jay dich aus Versehen ab. Das ist Karma. Dafür bin ich zu weit weg am Peter, ich komme nicht ran. Oh, Jay. Willst du Runde Felix Bonner? Ist langsam da. Also der fährt schon ein bisschen hinter dir. Ja, aber also jetzt ist der Pfeil halt auch da. Oh, Felix. Ja. Was denn? Ja, ah, du drehst mich! Oh, fucking hell, sorry. Was machst du? Oh, sorry. Was war das denn, Felix? Ja, ich wollte ihn nicht drin. Langsam da. Ich war zu schnell aus der Kurve raus, sorry. Sorry, da muss er echt Angst haben. Peter, fahr, Felix kommt. Sorry, Sepp, das war super ärgerlich. Willst du einfach kurz was sagen? Ich wollte dich gar nicht überholen, aber ich war in der Position. Er wollte dich nur drehen. Ich wollte dich auf der ganzen Mai auch mit DRS gleich überholen. Sorry. Ich war dann zu nah dran, war blöd von mir, sorry. Ja, aber du hast ja 10 Sekunden, Sepp, da ist das nicht so schlimm. Genau. Wo ist denn Dado eigentlich platztechnisch? 11 da gleich. Sorry, dann ist das jetzt ja doch noch wieder wichtig. Ja, es wird auf jeden Fall wichtig. 10 Sekunden, die muss ich echt rausfahren. Oh, was sagt mir denn? Was sagt mir? Nee, das stimmt doch nicht für Jay, oder? Was mir hier gerade durchgesagt wurde. Was sagst du denn? Was sagt du denn? Noch eine zusätzliche Zeitstrafe. Okay. Und wenn ich die Strecke immer so sehe, hole ich jede Deswegen Runde sei auf. Ich verteidige dich, Peter. Okay. Jetzt fahr nur fucking Verstappen in den Grund und Boden. Ja, das wird nicht so schwer. Ist nicht so schwer, Dalu. Dreh mich auch ständig. Verstappen hat 4,6 Sekunden Vorsprung. Verstappen verschmappen, sag ich immer, Peter. Jetzt hopp. 4,6? Ist das mehr oder weniger? Du musst doch noch in die Box, oder? Das würde mich wundern, der hat auch gelbe. Also Verstappen hat auch einmal gestoppt und hat gelb. Ich weiß halt nur nicht, in welcher Runde. NPCs gehen aber, glaube ich, trotzdem. Das muss aber schon eine Zeit lang her sein, der war ja zwischendurch mal 14. oder so. Wird nicht mehr gehen. Warum machen die NPCs manchmal so richtig bescheuerte Bremsmanöver? Die sind so langsam, aber du kannst sie nur... Wegen der Schwierigkeitseinstellung. Ich glaube, das Einzige, was passieren kann, ist, dass ich irgendeinem NPC einen auffahre, weil man die so schlecht überholen kann. Ah, das ist ja, gut, deshalb hier auf der langen Geraden. Ja, dadurch ist bei uns ein bisschen entspannter. Weil ich war nämlich halt genau hinter Jay die ganze Zeit. Und Peter hat Jay ein bisschen ausgebremst, da kam ich immer mehr dran. Nee, Peter hat mich nicht ausgebremst. Ich komme nicht an niemand mehr DRS. Ja, okay. Aber ich kam bis an dich näher. Ich hab Ricardo ausgebremst. Ich benutze nicht mal Fett, weil ich hab nichts mehr. Unter 2 Sekunden an Jay dran. Okay, ich hab noch 1,25 Sekunden. Ich hab noch um die Ohren hauen. Felix, ich kann das im Menü nicht sehen, aber unten rechts ist so eine gelbe Anzeige. Ich weiß was, ja. Okay, danke aber. Okay, bei dem Tempo und den Einstellungen wird das Benzin nicht für ein Finish reichen. Du solltest die Mission. Ich verliere auch Sprit, wenn ich auf Standard fahre, leider. Ja. Nein, das, die NPC. Ja, das ist halt der Motor hier von Haas, der ist halt manchmal nicht so gut. Alles verloren. Da, Lu, ich kenne das. In Abu Dhabi geben die alle ein bisschen zurück an Sprit. Ja, die hatten einen NPC hat den anderen überholt und dann war zu wenig Platz für 3 Autos. Also. Und dann, ja, wollte einfach durch. Na, so Quatsch habe ich auch schon gemacht. Geh nicht mehr an die Box, du Pisser. Ja, das checkt er bei mir auch nicht. Der zeigt mir die ganze Zeit die blauen Linien da an. Mach das doch mal, Mensch. Hört doch mal auf, heute werde ich tun, noch in die Box fahren. Das ist ein Doppelpodium. Ja, kann der Verstappen nicht noch irgendwie sterben oder so? Obwohl, nee, wahrscheinlich wird es kein Doppelpodium. Gerne, ich habe eine Sekundenstrafe, die Felix keine hat. Nope. Dann muss Felix einfach nur hinter mir herfahren und überholt mich. Ray lügt vielleicht, das klingt so. Das klingt Peter, so. Peter nee, und Strafe, ja. Christian haben das schon bestätigt, dass ich eine Strafe habe. Er spricht mit gespaltener Zunge. Fahrer vor mir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,2 Sekunden. Haben ja beide rote Reifen. 1,6 Sekunden auf. Sie fahren mit alten Weichen. Ah, du fährst durch, Felix, oder? Auf Rot? Ja. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,46,3.
Platz mehr. Ach ja, Hauptsache Punkte. Schaffst du es denn noch mit deinen 10 Sekunden? Das weiß ich, nicht, wie weit Dalu hinter mir ist. Nein, du ja musst ja in sagen. Den Punkt, nicht zu mir. Du musst ja, wenn du nicht Top 10 bleibst. Ja, das war nicht gut. Stroll ist 10. Der hat auf Alonso 10 Sekunden Rückstand gut, oder so. Okay, sehr gut. Also muss ich einfach nur Punkte kriegen. Okay, ich muss nur gleich, werde ich mich. Ist zwar nicht so befriedigend, weil Dalu halt echt Platz. Probleme hat. Das ist halt echt kacke. Nee, aber Quatsch, da hast du das fair gewonnen. Naja, wieso überholst du eigentlich Peter? Ich ihm das gönne. Das hat doch geschenkt. Außerdem schaffe ich es nicht. Ah, das jetzt auch noch. Nicht mit DRS? Ich krieg kein DRS, weil ich nicht rankomme. Achso? Ich dachte, du bist komplett hinten dran am Auspuff, aber. Nee. Stimmt, das kleine bisschen fehlt. Wie gesagt, Peter fährt echt gut. Oder ich verscheiße. Das war eine gute Kombo, Felix. Jo. Felix kommt näher, wa? Ja, ja. Reifenvorteil. Ist bald dran an mir. Ich hab zumindest viel Fett gespart. Ich hoffe, du auch. Ja, wie gesagt, ich hab jetzt schon im Minus. Peter, da muss ich aber auch Attacke fahren, ne, wenn er die Felix ankommt irgendwann. Ja, ja. Ich dachte, das machst du schon. Ich fahre die ganze Zeit am Limit. Ja, außer dass du halt nicht Fett benutzt. Achso, das doch, meinst du. Auch. Aber ich habe trotzdem halt was angespart. Was dir ja nichts bringt, wenn du Peter nicht überholst. Ja. Nee, er fährt ja auch schon fett. Anscheinend. Aber Peter ja nicht. Achso, das meinst du ja. Klar, überholt. Wenn ich kann, dann werde ich es auch tun. Aber ich gönne Peter trotzdem den zweiten Platz. Ich gönne dem halt auch. Na, ich nicht. Mehr als dir. Das ist so nett. Oh. Aber wie gesagt, die pinke Gewalt kommt. Die pinke Gewalt. Sieht aus so nach einem. Der Max hat ja mich wieder wegrasiert. Muss aber tatsächlich sagen, dass ich mir die Motorgeräusche von dem, was fahrt ihr da? Was fährt viel? Force India oder was ist das? Force India, ja. Torque India. Ganz schlimm. Hör dir halt den Rasenmäher mal von Honda an. Der ist schön. Na, schon DRS? Mhm. Jetzt kommt die ernste Phase. Nutzt Jay einfach als Bande. Wie bei Mario Kart oder so. Einfach wegrammen. Die Reifen sind noch nicht mehr so geil, die ich hier hab, ey. Das wird Felix ein großer Vorteil sein. Er hat einfach eine geile rote. Und ihr habt echt alte gelbe. Wird ein bisschen abgehoben vom Jay. Was? Deine linken Reifen sind gerade ein bisschen in die Höhe gegangen. Ich bin im Stress. Ja, glaube ich. Aber ich weiß nicht, wie gut die Reifen von Felix halt sind, das muss er wissen, aber ich werde auch von auf Feder so immens gerade auch. Relativ häufig quietschende Reifen. Weil ich so hart gescheucht werde. Beim Zuschauen fällt einem das echt krass viel mehr auf, als wenn man selber fährt. Das ist der Wahnsinn, wo man überall hingucken kann. Weil teilweise die Verbremser da aber auch nicht richtig übertragen werden, ne? Ja, die Gänge werden ja auch nicht richtig übertragen. Ja, genau. Also das ist ja teilweise ein bisschen komisch beim Zugucken. Oh, ich fahre die ganze Zeit fett raus. Das ist aber nicht gut. Da ist er kurz auf die Bremse gegangen, der Sack. Ich gehe nicht auf die Bremse in der Kurve, ich kann's nicht mehr. Besser. Aber in der Kurve will ich mich nicht überholen, Felix, sonst fliegen wir beide. Das rote Licht leuchtet doch. Hab ich Fehler gemacht.
Wann leuchtet das denn, wenn man schaltet? Oh, nee, wenn der Elektromotor wegschaltet. Oh, einmal wieder so. Safen. Das Fettgebüsch. Übrigens habe ich das mal in den Kommentaren gelesen. Dachte mal, das würde auch... Nee, beim Bremsen leuchtet das nicht. Felix, du kriegst mich sowieso. Wir sind innerhalb von 3 Sekunden. Du brauchst gar nicht aggressiv fahren. Ist der Peter auch noch gekommen? Den wirst du aber jetzt geht schon die Beschwichtigung los, ey. Den wirst du aber nicht mehr kommen. Wie bei Cards Against Humanity. Ja. Hier ist Jay, lässt du mir den Platz? Wenn nicht, töte ich dich. Außer Peter macht natürlich einen Fehler. Ich hoffe nicht. Wow, das wäre sehr ärgerlich, weil ihr seid so nah beieinander, da wird irgendwer mit abgeräumt. Das stimmt. Alle drei. Wahrscheinlich. Fände ich eigentlich gar nicht so verkehrt. Also. Oh oh. War der Verbremser? Der hemmelt mir einfach die ganze Zeit im Nacken hängt, wie so ein ekelhafter, triefender Typ. Okay, auch so. Verkehr, das stört dich auch noch, ne? Ja. Der hat dieselben Reifen wie ich. Ricardo ist... Er ist 8 Sekunden vor dir. Er fährt seine Kampflinie halt, ne? Oh oh. Nicht berührt, alles gut. Boah. Da fahr, da hätte kein Blatt Papier mehr inzwischen gepasst, ey. Jetzt der ist. Wie weit Peter weg ist. Peter ist gar, ist 2 Sekunden oder so. Hätte ich gesagt. Ja, oh, oh, oh. Junge, Alter! Ich konnte aber nirgendwo hin, weißt du? Ich hab mir gerade fast den Finger abgebissen, ey. Jo. Ja. Oh, oh, oh. Peter, ja? Jetzt musst du es richten. Oh, scheiße. Ich habe alles gegeben. Der das konnte war aber nicht echt mehr. Krass. Also, das war heftig. Wer konnte ihn machen? Ich hab ihn komplett auf die Seite gedrückt, ja? Auf den Randstein habe ich ihn gedrückt. Das war ein harter Fight. Ich hab alles gegeben. Aber durch den Kampf hat Peter auch ein bisschen Abstand gewonnen, also. Mhm. Peter, jetzt. Bitte. Hast noch Vorsprung. Noch 2 Runden Vorsprung? Ja. Also, sei denn du verlierst jetzt pro Runde 2 Sekunden. Ich hab dir sehr viel Zeit gebracht. 3,3 Sekunden oder so. Ich bin gerade auch noch persönliche Bestzeit gefahren. Ja, oh, das heißt genau leider nichts. Das ist das, was wir brauchen. Ich hätte früher meine Reifen wechseln sollen, die sind immer noch gut. Das hat mich bestimmt ein paar Sekunden gekostet. Ja, auch bei 47%. Kann ich nichts mehr gegen tun. Ist er vorbei? Nee. Ich dachte, du meinst das Ricardo schon. Aber Ricardo macht auch Dampf, ne? Ja, der ist echt nah rangekommen. Der wird mich auch kriegen. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 2,3. Dass der Hamilton so geduldig hinter mir herfährt, das ist irgendwie komisch. Macht mir immer mehr Angst. Vielleicht weißt du, dass du eine Strafe hast? Oder hast du keine? Doch, ich habe eine Strafe, aber das... Ja, das weiß er schon, angreift. Oder? Wahrscheinlich aber wirklich deswegen. Ja, aber rundenlang? Ja, wenn also er weiß. Ich bin safe langsamer als er. Also ich könnte mir vorstellen, die geben einem immer Durchsagen durch, dass man nicht mehr überholen muss, weil der vor einem eine Strafe hat. Felix. Sagt er einfach, ja. Hui, hui, hui. Das ist eine der besten Strecken im Spiel, finde ich. Macht auf jeden Fall Spaß. Und nicht fährt, finde ich halt. Die letzte Strecke ist immer noch Spaß. War für die auch am besten. Tatsächlich finde ich auch Spaß am besten. Unser Benzin reicht.
reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. So, letzte Runde. Hamilton. Peter, das sieht gut aus. Ja, das dürfte eigentlich nicht mehr viel passieren. Psst. Ich wollte auch gerade sagen, jetzt redet ihr doch nicht rein, ey. Wie du durchgefahren bist. Krieg jetzt DRS. Ne? Muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich wieder rangefressen an Felix. Der arme Peter, ey. Okay, ich nicht. Peter ist stark dran. Da erst so aus. Aber dass du Ricardo noch so lange halten kannst, ist gut. Jetzt die sind halt so Killer. Peter, noch vier Runden, vier Kurven oder so. Felix ist auch irgendwie am, keine Ahnung, was machen und tun. Fahren wahrscheinlich. Ich bin mir auch nicht so sicher, was er macht. Ich habe die ganze Zeit Benzin gespart, deswegen ist rangekommen, bin noch mager gefahren. Ja, ich wollte gerade sagen, Felix steht die ganze Zeit am Benzin rum. Merkst du an der Fahrweise zumindest. Und abgelenkt ist oder was? Ja, ne? Jo. Boah. Hab ich noch probiert. Letzte Kurve. Das hat mal gewonnen, ey. Gibt's ja nicht. Sehr schön gefahren, Peterchen. Nice, Peter, geht's ja, ich hab keinen Benzin mehr. Also, was? Trotzdem hast du es geschafft. Peter, aber ich bin dahinter und bin vierter Alter, hinter Ricardo. Alter, mit Minus 2,6 ja wird man schon langsam? Hey, Leute, ist das... Jay, und ich hab beide Ricardo hat gehabt, euch alle noch gekriegt. Oh, geil. Ich hab Peter voll weggerammt. Was sah denn? Peter, was fährst du? Ja, ich wollte mal nichts sagen, Jay, weil die da ist noch sehr angestrengt gefahren. Alter, du hast irgendwie drei Kurven vor Schluss nochmal eine Strafe. Ich weiß. Weißt du, hast eine Strafe erst am Ende bekommen? Ich hätte auch noch eine Strafe in der letzten Runde bekommen. Und davor hattest du gar keine Strafe? Um halt noch ranzukommen an dich. Und davor... Doch, ich hatte schon zwei, ich habe 2, 10, 3 Sekunden bekommen. Okay, aber dass man schon bei minus 0,6 quasi nichts mehr hat, finde ich schon krass. Also man muss ja echt auf 0,6 ist ja klar, du bist auf 0,0,0 genau. Ja, das ist schon krass. Alter, boah, war das knapp, ey. Alter. Einziger am Podium heute. Verteidigt. Was für ein krasser Abschluss nochmal auf jeden Fall von der Saison hier. Ach, guck mal, Jay ist am Podium, oder? Krank. Eigentlich dürfte er nicht da sein, das müsste auch Peter sein. Nee, das sieht halt wieder so aus wie Jay. Jay, Glückwunsch! Puh! Alter, bin ich am Arsch. Oh, Mann, ey. Lena verteidigt. Schade, das war leider einmal zu oft minimal abgekürzt in der Einkurve. An der Schikane vor der ersten Langgeraden. Aber so ist das. Achter noch gewonnen, 10 Sekunden Strafe, jawohl. Hat aber sehr viel Spaß gemacht, das zweite Duell gegen Jay, das war sehr, sehr cool. Hamilton Bottas. Ja, dann scroll ich hier einmal mal durch, ne? Das ist ja das erste Mal, dass ich hier meine Folge abmache. Stimmt, zum Abschluss nochmal, sehr gut. Ja, Peter, ja, das ist die Rangliste, die Finale. Ja, nächste Saison, sauber. Gesundheit, Konstrukteursliste. Und die Rennleitung habe ich jetzt nicht mehr drauf, aber die konnte man bei Christian. Was ist auch Fünfter geworden, Felix? Ist auch ganz gut. Ja, okay, Fahrermeisterschaft beendet. Und Breiter! Ein Punkt von Christian, ach, WTF. Krass. Ach, krass. GZ, James. Nee, GZ Christian, weil... GZ an der beide stark gefahren. Ja. Ich weiß gar nicht, in wie viel Rennen ich diese Saison alle ausgeschieden bin. Das ist echt der Hammer. Und Peter ist auf die erste Seite gekommen. Ich komme auf die erste Seite. Das war letzter. Wir sind alle auf der ersten Seite, ne? Ja. Sehr interessante Saison war das. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir danken auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen und bis irgendwann mal wieder. Jay kriegt ein schlechteres Auto. Dena kriegt gar kein Auto, oder? Ich glaub, Jay muss laufen. Dena kriegt ein Fahrrad. Ja, also wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein. Crossbow. Tschüss. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.